Ich sage euch mal so, ich komme nicht um zu gewinnen, ich komme um zu brechen. Ich komme um das zu machen, was ich am besten kann, das heißt kämpfen. Wisst ihr, was das Rezept ist, gerade wenn es hart wird, weiterzumachen. Es gibt kein, ich kann nicht mehr oder es ist mir zu viel. Man muss an seine Grenzen gehen. Und Kim Al-Sali, der es mit Benny Bayrami zu tun bekommt, das ist ein Kampf mit sehr viel Herzblut. Denn du hättest nicht versuchen sollen, mit meiner Ehre zu spielen. Das heißt für uns beide, wir werden eine Schlacht, wir werden einen Krieg, du gegen mich, Mann gegen Mann. Ich krieg das hin. Ich bin ein erfahrener Kämpfer. Ich hab genug Kämpfe bestritten. Sieht eng aus. Das sieht aber eng aus, aber bin ich der Seite. Bist du Wirbelsäule auf Wirbelsäule sein? Und auf der Runde sind wir da. Benjamin Bayrami, hart umkämpft der Sieg. Ich bin hier reingekommen und hab mich blöd angeguckt. Hab direkt mit mir irgendwie eine Konversation führen wollen. Ja, er kam immer näher, wurde immer frecher und dann ist die Sache ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, aber ach. Also ein fehlender Kämpfer, sehr aggressiv, wie er hier nach vorne geht. Und damit hat er auch so einige Erfolge feiern können. Im ersten Kampf hat man gesehen, dass er nicht mal einen Schlag kassiert hat. Nicht mal einen Schlag in der ersten Runde. Ich bin ein Kämpfer durch und durch. Alle, die sagen, ich wäre kein richtiger Kämpfer, da habt ihr euch wahrscheinlich zu wenig informiert. Ich habe mehr Kämpfe hinter mich gelassen als so mancher Kämpfer hier. In jedem Kampf habe ich mein ganzes Herzblut reingesteckt. Und das werde ich auch bei diesem tun. Der Typ weiß nicht, auf was er sich da eingelassen hat. Weiß er nicht.